drei Frauen in einem Raum, da ist nicht viel mit. Oh nee, warte mal, es sind ja drei Männer in einem Raum. Wir reden über die Schadenfreundinnen. Herzlich willkommen bei den Shortcuts. Die schlechten Wortspiele sind zurück im deutschen Kino. Ein deutscher Verleih hat sich wieder alle Mühe gegeben mit einem tollen deutschen Titel, nämlich Die Schadenfreundinnen. Allen voran in diesem Cast um drei Frauen ist natürlich Cameron Diaz, meine alte große Liebe, nach Verrückt nach Mary. Und die spielt Carly, eine junge, erfolgreiche Businessfrau, ich glaube sogar Anwältin. Und die hat wahnsinniges Pech bei den Männern, immer sucht sie sich die Falschen aus, immer sind das irgendwie Flöten, Tröten, kriegen nichts gebacken. Eines Tages lernt sie aber Mark kennen und Mark ist wirklich der perfekte Mr. Perfect. Also an dem stimmt alles, der sieht super aus, der ist charmant, der macht tolle Geschenke, der Sex ist mit ihm anscheinend auch ganz toll. Also sie hat da den großen Jackpot gezogen. Eines Tages beschließt sie ihn zu Hause zu überraschen und stößt dabei auf Marks Ehefrau. Ding, 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 Jackpot. Mark ist anscheinend ein schlimmerer Finger, als alle gedacht haben. Ich wollte zu Mark. Sie müssen seine Haushälterin sein. Nein, ich bin seine Frau, Kate. Marks Frau Kate, gespielt von Leslie Mann, und Carly freunden sich an und beschließen, ihm zusammen den Garaus zu machen. Wollen sich richtig an ihm rächen. Und während sie das planen, stoßen sie sogar noch auf eine dritte Geliebte, gespielt von Kate Upton. Diese drei Frauen verbünden sich gegen Mark und beschließen einen großen Rachefeldzug. Kriegen sie das denn auch hin? Wird sie nicht vielleicht doch die Liebe zu Mark wieder erweichen? Oder bleiben die drei Frauen Freundinnen und gehen gemeinsam gegen diesen Schwerenöter, gegen dieses Fremdgehschwein vor? Das erfahrt ihr, wenn ihr euch die Schadenfreundinnen anguckt. Ignorieren Sie sie. Sie hat im Moment viel zu verarbeiten. Sie hat Probleme. Aber sie riechen unglaublich gut. Was ist das? Ich schätze einfach nur Schweiß. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist schon ein eigenes Genre. Frauen rächen sich an fremdgehendem Ehemann. Da gibt's doch tausend Filme, oder? Der Club der Teufelinnen war ja sowas. Dann gibt's auch noch so quasi Filme, die das auch zum Thema haben, aber dann noch mit so ein bisschen Fantasy arbeiten, wie Die Hexen von Eastwick oder Der Tod steht dir gut. Immer geht es um den bösen Ehemann und die Frauen vereinigen sich gegen den und machen den zusammen fertig. Da gibt es tausend solcher Filme. Die Schadenfreundin macht da keine Ausnahme, hält sich sehr eng an all diese Genregrenzen und Konventionen, die dieses Thema hergibt. Er kriegt dann irgendwann sogar irgendwie ein Abführmittel ins Essen gemixt. Das haben wir ja noch nie gesehen, dass dann da jemand irgendwie so mit so blubberndem Magen auf Toilette gerannt ist. Überraschung darf man von diesem Film nicht erwarten. Aber das wird von dem vielleicht auch gar nicht erwartet. Vielleicht soll er eben gerade gar keine Überraschung bieten, sondern das ist so ein Feel-Good Ladies Go Out Movie, in dem sich man mit einem Sekt setzen kann und irgendwie sind die Männer alle doof sagen kann und den Film dann gucken kann. Oder die Typen, die dann mit müssen, erfreuen sich daran, dass Kate Upton die ganze Zeit im Bikini rumläuft. Also der ist so sehr auf, glaube ich, stört nicht beim Bügeln gemacht, dieser Film. Es geht auch, glaube ich, so ein bisschen darum, dass Leslie Mann zeigen kann, was sie kann. Kriegt da sehr viel Platz in diesem Raum, auch für so Improvisation und da so ein bisschen machen zu können, was sie will. Natürlich kommt man dann immer wieder auf Cameron Diaz zurück, die ja eigentlich die Hauptfigur sein soll. Aber wie gesagt, also man wollte wohl auch ein bisschen zeigen, was Leslie Mann noch so alles kann. Bei so viel Harmlosigkeit und so viel Zahnlosigkeit weiß ich jetzt, kann ich den Film auch gar nicht angreifen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, dass der schlecht ist. Ich kann auch nicht sagen, dass er besonders gut ist. Das lässt mich etwas ratlos zurück, weil das ist alles so Sex in the City irgendwie. Das muss man halt mögen. Das ist nicht meins, aber es gibt bestimmt ganz viele Leute, die es toll finden. Der aus Game of Thrones bekannte Nikolai Coster-Waldau, bei Game of Thrones heißt der, du weißt es? Jamie Lannister, ich guck das leider nicht, sorry. Jamie Lannister auf Game of Thrones spielt ja den bösen Ehemann in Die Schadenfreundinnen, der da alle betrügt und dreifaches Spiel spielt und so weiter und so fort. Und der hat im Showdown eine wahnsinnig gute Szene. Also da ist der wirklich, da war ich das erste Mal in einem Film und der Showdown ist dann mal leider am Ende, dass ich gesagt habe, hier wird auch schauspielerisches Können abverlangt. Also das ist toll. Das ist eine Szene, die ist mir im Gedächtnis geblieben, die hat Spaß gemacht. Die war wahnsinnig gut.
So viel Fairness muss sein. Meine liebe Cameron, ich werde dich ewig lieben, aber du machst es mir schwer, wenn du solche halbgaren Filme zwischendurch drehst, die anscheinend irgendwie nur ein bisschen Zeit überbrücken sollen oder so. Also ich weiß nicht so richtig, warum dieser Film existiert. Der Film kriegt von mir 2,5 von 5 Eheringe, weil das ist eine solide Arbeit und das ist ein toller Sonntagnachmittag-Film. Aber ich weiß nicht, warum dem dieser Geschichte immer noch keiner was hinzuzufügen hat. Schade eigentlich. Wäre mehr drin gewesen, bei dem Cast auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt den Trailer zu den Schadenfreundinnen sehen möchtet, dann klickt hier oben hin. Und wenn ihr unsere Kritik zu einem der besten Filme diesen Jahres sehen möchtet, dann klickt hier unten hin auf Muppets Most Wanted. Viel Spaß dabei. Und wenn euer Finger jetzt noch nicht ermüdet ist nach diesen zwei sehr anstrengenden Klicks, man muss da ja sehr hart aufs Trackpad oder auf die Maus drücken, falls ihr jetzt hier noch keine Sehnenscheidenentzündung habt und der Finger noch so ein bisschen funktioniert und gut in Einsatz ist, dann könnt ihr jetzt hier unten draufklicken, auf diesen Riegel, auf dem Abonnieren steht. Denn Abonnieren ist etwas ganz Besonderes, das kann man aber erst herausfinden, wenn man draufgeklickt hat. Das werdet ihr dann schon feststellen, was das für eine große Besonderheit ist. Vor allem für uns. Viel Spaß damit. Dankeschön. Ahoi.